all diese, wir kennen sie alle, diese Krise anfing, wurde unsere Schule geschlossen, an der ich arbeite. Und ich habe gedacht, oh, jetzt wird sogar die Schule hier geschlossen. Und dann wurde mir gesagt, das gab's noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Oh, langsam sollte ich mal anfangen, Angst zu entwickeln. Alle haben Angst, jetzt schließen sie sogar diese Schule. Und alle fürchten sich, aber irgendwie wollte bei mir noch keine richtige Angst aufkommen. Da habe ich so wirklich gedacht, was ist verkehrt mit mir? Alle haben Angst, ich, vielleicht bin ich nicht der Allereinzige, aber ich schaute so um mich herum, alle hatten nervöse Gesichter. Ich muss jetzt auch Angst bekommen, sonst stimmt irgendetwas mit mir nicht. Und dann bin ich also rausgegangen und habe mir vorgenommen, ich muss jetzt wirklich mal mich sorgen. Und es fing an beim Edeka-Supermarkt, wo ich gedacht habe, okay, also dieser Virus ist sehr, sehr gefährlich. So, was steht auf meinem Zettel für den Salat? Gurke. Stopp! Auf dieser Gurke könnte der Virus sein. Ich sollte vielleicht die da hinten nehmen, die da drunter so ganz vorsichtig, damit ich diese eine Gurke nicht auch noch berühre. So habe ich die in meinem Einkaufswagen, bin zu den Bananen. Stopp! Auf dieser Banane könnte ich nehme diese Banane. Dann bin ich weitergegangen mit meinem desinfizierten Einkaufswagen. Den Gang. Stopp! Vorsicht! Eine Oma kommt mit ihrem Rollator dir entgegen. Sie könnte den Virus haben. Wenn du jetzt noch, du hast noch 10 Meter Zeit, links abbiegst, könntest du, es ist zwar ein Umweg zum Olivenöl, aber du könntest den Parallelgang nehmen und so dem Virus aus dem Weg gehen. So ging es weiter. Dann in der Schule, stopp, nicht dieses Gelände anfassen. Da haben die Kinder angefasst und die haben vielleicht den Virus. Und so bin ich, es ist eine sehr lange, steile Treppe, freihändig diese Treppe runtergegangen. Und im Fahrstuhl war ich froh, dass jemand anders auf den Knopf gedrückt hat. Was eigentlich nicht so Weichschnabber-like ist. Ein Weichschnabber sollte bereit sein, am besten, vielleicht ein bisschen dramatisch. Er sollte bereit sein, wie Jesus Christus für die ganze Welt zu sterben. Und doch, ich war froh, jemand anderes hat auf den Knopf gedrückt. Und am Abend war ich fix und fertig. Und habe gedacht, okay, sag mal, willst du das jetzt morgen wieder so machen? Und übermorgen? Und ich weiß ja nicht, manchmal sind ja Menschen auch verrückt. Wie lange wollen die das eigentlich machen? Keiner weiß es, dass es jetzt so lange dauert. Ich glaube, das hat keiner von euch so erwartet. Ich habe am nächsten Tag gedacht, sag mal, gab es da nicht ein Buch, was ich gelesen habe, was ich eigentlich jeden Tag lese seit über 30 Jahren? Ich lese doch nicht dieses Buch. So wie die verkörperte Seele von Knabenzeit zu Jugend und zu Alter wandert, so geht die Seele beim Tod in ähnlicher Weise in einen neuen Körper ein. Eine besonnene Seele, ein besonnener Mensch wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. Du willst mir jetzt doch nicht erzählen, dass du seit 30 Jahren dieses Buch liest, ich bin nicht dieser Körper, ich bin eine ewige spirituelle Seele, und jetzt wie so ein Zombie durch den Supermarkt läufst und das dir vornimmst, auch morgen und übermorgen und nächste Woche. Und wer weiß der Geier, wie lange die das hier planen. Nein, das kann einfach nicht sein. Ich lese nicht dieses Buch so lange und ich chante nicht so lange. Ich folge diesem Vorgang des Krishna-Bewusstseins doch jetzt nicht 30 Jahre, um wie ein Zombie durch den Alltag zu zittern.
Und am nächsten Tag habe ich also gesagt, okay, also wenn mich dieser Virus trifft, dann soll es so sein, dann kann ich zumindest Hare Krishna chanten und weiter die Bhagavad Gita vielleicht lesen, noch ein paar Stunden oder so. Ja, und da fiel mir heute Morgen ein Satz ein, den Srila Prabhupada in einer Erläuterung schrieb. Diesen Vers will ich euch auch gleich vorlesen. Aber der Satz, den er zitierte, war von den Christen. Die Christen, er sagte es genauer gesagt, oder wie es die Christen ausdrücken, was ist der Nutzen, die ganze Welt zu gewinnen, oder auch diesen Körper, der gehört zu dieser Welt, aber an der ewigen Seele Schaden zu nehmen. Und das war so mein Leitsatz. Lieber kümmern wir uns um die Seele. Vielleicht leben wir nur einen Tag, aber haben für die Seele gelebt und für ihre Beziehung zur höchsten Seele, Krishna, als vielleicht 50 Jahre im sterilen, hygienischen Bereich, aber wir haben nichts für unsere Seele getan. Was ist dann der Nutzen? Wo gehen wir im nächsten Leben hin, wenn wir steril, hygienisch 50 Jahre, je nachdem wie alt wir vielleicht jetzt sind, leben? Wir hatten vor 3 Tagen alte Freunde besucht, die haben uns nach gefühlten 10 Jahren überraschend angerufen, vor 3 Wochen. Und die leben in Hannover, sie sind schon etwas älter. Und wir haben gesagt, okay, wir sind am Donnerstag im Krankenhaus. Der Shivatma hat da eine Augenbehandlung. Und wenn es nicht so lange dauert, dann kommen wir euch besuchen. Und sie waren total verzückt. Was sollen wir kochen? Habt ihr eine besondere Diät? Und haben sich also mächtig gefreut. Und wir sind dorthin gefahren nach unserer Behandlung. Und sie haben uns reingelassen. Die Stühle waren so 2 Meter vom Tisch. Also man wusste, okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber sie haben sehr darauf geachtet, fingen aber dann während unseres Nachmittags immer mehr sich zu entspannen. Wir haben dann auch Hare Krishna zusammen gesungen. Und dann sagten die zu uns, wisst ihr was, ihr seid seit 2 Jahren die allerersten, die wir in unser Haus reingelassen haben. Und es ist so schön, mit euch Hare Krishna zu singen und über Krishna zu sprechen. Und da habe ich auch gedacht, ja, wie lange wollt ihr euch hier einschließen? Gut, ihr gewinnt vielleicht ein paar, wer weiß es, ein paar Wochen länger oder Monate länger könnt ihr den Körper erhalten. Aber was ist der Nutzen, wenn wir Krishna zum Zeitpunkt des Todes nicht in unserem Herzen tragen, weil wir zum Beispiel zu wenig Gemeinschaft mit Gottgeweihten gehabt haben? Und die Gottgeweihten, die Devotis von Krishna, sind diejenigen, die uns an allererster Stelle an Krishna erinnern. Und ich glaube, das ging uns allen so. Wie haben wir von Krishna erfahren? Wer weiß es? Oder wer hat eine Antwort? Ich möchte Hände sehen. Azad? Durch Hören. Von wem? Kirtan oder von Devotis. Aha, das wollte ich hören. Wir haben alle, glaube ich, von Devotis über Krishna gehört. Ein Buch bekommen oder wir haben Devotis auf der Fußgängerzone tanzen sehen oder der Ehemann ist zu den Devotis gegangen und dann von den Devotis wieder zurückgegangen und haben wir es von dem Ehemann gehört oder umgekehrt von der Ehefrau. Irgendwie waren immer die Devotis damit im Spiel. Ja, man kann eigentlich von Krishna nichts erfahren, wenn es nicht die Devotis gibt. Es sei denn, aber das kommt nicht so oft vor, Krishna steigt ganz persönlich herab, aber das tut er alle 432.000 Jahre oder länger. Und da muss man schon etwas Glück haben.
Und so wollte ich euch einen Vers vorlesen aus dem 2. Kapitel der Bhagavad Gita. Ein sehr bekannter Vers, den Srila Prabhupada auch oft zitiert hat und der für uns sehr wichtig ist. Und zwar, ich chante mal das Sanskrit. Nehavikramanashasti pratyavayo navityate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Das ist der 40. Vers im 2. Kapitel. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung, und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Erweiterung. Im Krishna-Bewusstsein tätig zu sein, das heißt nur für die Zufriedenstellung Krishnas zu handeln, ohne für sich selbst Sinnenbefriedigung zu erwarten, ist die höchste Art transzendentaler Tätigkeit. Selbst eine kleine anfängliche Bemühung auf diesem Pfad kann nicht aufgehalten werden. Und auf keiner Stufe kann dieser kleine Anfang jemals verloren gehen. Jede auf der materiellen Ebene begonnene Arbeit muss vollendet werden, sonst ist das ganze Unterfangen ein Fehlschlag. Geben wir mal ein kurzes Beispiel. Angenommen, wir wollen den Führerschein machen. Und wir nehmen also Fahrstunden. Ja, und der Fahrlehrer sagt uns, ja, wenn du so weitermachst, dann noch 4 Fahrstunden und dann können wir die Prüfung machen. Ich habe ein gutes Gefühl. Und du gehst nach Hause und denkst, boah, naja, ich kann eigentlich jetzt schon Auto fahren. Ach, komm, ich gehe da nicht mehr hin zur Fahrschule. So, was wird das Ergebnis sein? Wir haben die, wie Srila Prabhupada hier gesagt hat, die Arbeit nicht vollständig verrichtet. Irgendwann kriegen wir einen Anruf. Wir haben einen sehr menschlichen Fahrlehrer. Was ist los? Ich habe dich jetzt schon die 2. Woche nicht mehr gesehen. Bist du krank? Nee, ich kann doch jetzt so ziemlich gut Auto fahren. Ja, aber du musst das zu Ende machen. Du brauchst doch jetzt noch die Prüfung und dann noch die theoretische. Und dann kriegst du den Führerschein. Nein, ich habe keine Lust mehr. So, also das ist das Beispiel. Auf der materiellen Ebene müssen wir die bestimmte Tätigkeiten bis zum Schluss zu Ende machen, bis wir heute ist es eine Karte, bei mir war es ein Papier, ich glaube, heute ist eine Karte, oder man kriegt es aufs Handy drauf geappt. Ich weiß nicht, was der Stand im Moment ist. Jede Arbeit, die man im Krishna-Bewusstsein beginnt, hat eine dauernde Wirkung, selbst wenn sie nicht zu Ende geführt wird. Also stellen wir uns vor, wir lesen die Bhagavad Gita nur bis zum 11. Kapitel und dann geben wir den Körper auf. Kann sein, dass das schon völlig ausreicht. Wir haben den 34. Vers im 9. Kapitel gelesen. Wer kennt ihn? Das ist der letzte Vers im 9. Kapitel. Der heißt, Entschuldigung, aber obwohl ab und zu solche Fragen tun gut, dann bleibt man ein bisschen bei der Sache. Es heißt dort, Man mana bhava mat bhakto matyaji man namaskuru mami vaishyasi yuktvaivam atmanam matparayanam manaha. Beschäftige deinen Geist immer damit, an mich zu denken. Werde mein Geweihter, erweise mir deine Ehrerbietungen und verehre mich. Wenn du auf diese Weise völlig in mich versunken bist, wirst du mit Gewissheit zu mir kommen. Also wir haben den Vers schon gelesen und haben uns den zu Herzen genommen. Und es mag reichen, wir liegen auf dem Sterbebett und denken, ich habe die Bhagavad Gita zwar noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber denke immer an Krishna, werde sein Geweihter, bringe ihm meine achtungsvollen Ehrbietungen dar und, was habe ich vergessen? Naja, das reicht, glaube ich, schon. Es reicht und Krishna erscheint und wir können vielleicht zurück in die spirituelle Welt. Ich lese die Erläuterung weiter. So,
Selbst wenn also eine Tätigkeit im Krishna-Bewusstsein unvollendet bleibt, verliert derjenige, der sie ausführt, nichts. Man mag von all seinen Tätigkeiten nur 1% dem Krishna-Bewusstsein widmen und trotzdem sind bleibende Ergebnisse die Folge, so dass man beim nächsten Start bei 2% weitermachen kann. Wohingegen es bei materieller Tätigkeit ohne einen 100%igen Erfolg keinen Gewinn gibt. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben ihren Führerschein zu 75% gemacht, leben vielleicht, hatten jetzt viele Flüchtlinge, die hierher kommen, also das ist ein echtes Beispiel, die kommen hierher und sagen dann der deutschen Behörde, ich habe schon 34 Fahrstunden in Aleppo gemacht. So, mir fehlen nur noch 4 Fahrstunden. Was ratet mal, wie nennt sich der Sachbearbeiter einem dann erzählt? Von vorne anfangen. Alles nochmal von vorne. Ja. Sogar die ganze Theorie, du kennst alle Schilder schon, egal, alles nochmal ausfüllen. So. Okay. Aber im Krishna-Bewusstsein kann man tatsächlich, also wenn es eine spirituelle Fahrschule ist, kann man im nächsten Leben, gibt es sowas? Kann man im nächsten Leben bei 76% weitermachen. Der Sachbearbeiter von Vaikuntha sagt, ja, es fehlen nur noch 24%. Hast du im letzten und vorletzten Leben alles schon gemacht? Du brauchst jetzt nicht die ganzen Verkehrsschilder nochmal lernen. Also du weißt, dass es hier nach Goloka Vrindavan geht, rechts an der Yamuna vorbei. Das hast du uns schon da hast du dich schon bewährt. Tätigkeiten ohne einen 100%igen Erfolg. Wohingegen es bei materiellen Tätigkeiten ohne einen 100%igen Erfolg keinen Gewinn gibt. Ajamil, das ist ein Geweihter, der auch im Srimad Bhagavatam auftaucht. Ajamil zum Beispiel erfüllte seine Pflicht im Krishna-Bewusstsein nur bis zu einem gewissen Prozentsatz. Aber das Ergebnis, das ihm am Ende zuteil wurde, war durch die Gnade des Herrn ein 100%iger Erfolg. In diesem Zusammenhang findet man im Srimad Bhagavatam einen schönen Vers. Tyaktva svadharman charanam bhujam harer bhajanna bhakvo tapatittato yadi yatrakva vapatram abhut amushyakim kovarta apto vachatam svadharmata. Was verliert jemand, der seine gesellschaftlichen Pflichten aufgibt, um sich dem Krishna-Bewusstsein zu widmen, selbst wenn er zu Fall kommt, weil er den Pfad nicht bis zum Ende beschreitet? Was hingegen gewinnt man, wenn man seine materiellen Tätigkeiten in vollkommener Weise ausführt? Oder wie es die Christen ausdrücken, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt? Materielle Tätigkeiten und ihre Ergebnisse enden mit dem Körper. Betätigung im Krishna-Bewusstsein aber trägt einen Menschen selbst nach dem Verlust des gegenwärtigen Körpers erneut zum Krishna-Bewusstsein. Zumindest ist es sicher, dass man im nächsten Leben die Möglichkeit hat, wieder als Mensch geboren zu werden, entweder in der Familie eines hochgebildeten Brahmana oder in einer reichen aristokratischen Familie, was einem eine weitere Gelegenheit zur Erhebung bietet. Dies ist die einzigartige Eigenschaft von Tätigkeiten, die im Krishna-Bewusstsein verrichtet werden. Srila Prabhupada ki jai.